Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Sudden Strike 4 mit dem Pacific War DLC auf Seiten der Japaner in der dritten Mission. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du hierher gefunden hast und ich würde sagen, wir gehen sofort in die Mission Schlacht um Bataan. Und wie immer gilt, wer das lesen möchte, macht einfach Pause beim Video. Ganz easy. Und wir gehen rein. So, wir wählen mal. Was ist das denn? Marinelehre, Armeelehre. Da hätten wir noch 3 Punkte zur Verfügung. Das ist auch nicht schlecht. Ich überlege gerade. Veteranen und 3, es reicht nicht ganz. Schitte. Sprint um 15%. Okay, wir machen mal Folgendes. Wir haben 6 Punkte. Erstens, ich hätte gern harter Kerl. Dann Nebelkerzen schadet nicht. Definitiv nicht. Erste Hilfe nehmen wir mit. Und die Fähigkeit aufsitzen. Nehmen wir. Ihre erste Aufgabe ist es, unseren Panzerabwehrtrupp zu retten, der hinter den feindlichen Linien festsitzt. Danach müssen Sie das Dorf einnehmen, das auf der einzigen möglichen Strecke für unsere Panzerdivision liegt. Dann müssen Sie 2 Dörfer erobern, die die einzige amerikanische Versorgungslinie am Meer schützen. Ah, und das wird nicht einfach. Aber na gut, wir stellen uns natürlich der Herausforderung. Sorry Leute, meine Nase juckt gerade so ein bisschen. So, dann wollen wir mal. Wenn er fertig geladen hat. Kommandant, bisher gelang es den Amerikanern und den Philippinern, die Insel zu verteidigen. Unsere zahlreichen Versuche, ihre Abwehr auf den Hügeln zu durchbrechen, schlugen alle fehl. Eine unserer Truppen, die einen vorherigen Angriff ausführten, saß vor 2 Tagen im Wald fest. Zwischen schwerem Artilleriesperrfeuer aus dem Osten und Infanterieangriffen aus dem Westen. Sie müssen sie zuerst retten. Tja. Okay, lass uns mal schauen, was wir haben. Okay, den Flammpanzer Grenadier. Okay. Wir gehen mal schauen. Ich werde natürlich nicht den direkten Weg wählen. Hey, Minen sind schon mal schlecht. Schlechtes Zeichen. Hier ist auf jeden Fall gut was gesichert, wie es aussieht. Das heißt, wir werden das Ganze mal versuchen zu umgehen. Was haben wir hier noch? Okay. Weiter vorrücken. Genau, flammen die mal einfach ein bisschen weg hier. Immer noch welche. Oh, pustet die weg, komm. So, Heilung. Und dann versuchen wir uns mal den Panzer hier zu nehmen. So, ich nehme dafür die einfachen Schützen. So, alle Mann aufstehen. Ah, der kann noch mehr. Ah, stimmt, wir können noch mehr Leute mitnehmen. Jetzt kurz gucken. Besatzung. Ah, dann können wir natürlich noch mehr mit transportieren. Will ich jetzt aber nicht. Wir müssen uns mal anders hin positionieren. Ah, stellen wir uns mal so hin.
Okay. Hohe, Shinkochu. Hinter uns sind noch Minen. Das ist in Ordnung. Das können wir jetzt mal so lassen. Da ist ein Schützengraben. Das ist gefährlich. Das heißt, wir werden uns mal von hier ranpirschen. Ja, mit der Infanterie vor. Was ist mit euch? Ihr habt keinen Bock, oder was? So, okay, wir machen es. Gehen in Deckung und robben uns vor. Entschuldigt, Leute. Kleiner Hustenanfall. Okay, Jungs. Noch nicht angreifen. Artillery, fire! Uten! So, okay. Hohe, 報告に参りました. In der Zeit, wo hier die Nebeldinger sind. Enemy. Treffen die uns da zum Glück nicht. Ute. Enemy destroyed. Ja, gut. Ja, okay. Da ist auch noch was irgendwo. Von da oben irgendwo. Ah, da hinten. Ja, schmeiß mal die Nebelgranaten. Ja, mach die fertig hier. Oh, helf dir mal hier. Komm. Mein Gott. Von hier oben. Wo war der denn? Hier oben ist noch einer. Der ist... Könnte gefährlich werden. Hier haben wir ein mobiles, schweres Gewehr. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ah, sind sie wieder... Granate. War eine Patrouille. Oh, wirf doch mal die Dings hier. Hier war auch was. Ah, zurück. Zieht euch mal ein bisschen zurück hier. Mann, 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 ja, die sind aber auch... Ich will doch bloß das Ding da haben. Holt euch das Gewehr. Ganz schön gut was verloren. Okay, ihr bleibt hier. Und der Typ da oben, denn der ist echt nervig. Okay, ich glaube, ich werde den mal versuchen wegzupusten oder... Ja, könnte man machen. Kikanjushu, idou suru.
Du weißt nicht, was da ist. Wir werden es einfach mal erkunden. Wird eventuell wegmachen. Gehört jetzt zwar vielleicht nicht zum Auftrag, aber... Kogeki! Kogeki! Na komm. Weiter vorrücken. Granate, wirf doch mal die Granate, ey. Hallo, greif die doch mal an hier. Los, wegmachen. Na ran. Habt ihr? Ja, Gebirgshaubitze. Nimmt sie mit. Taiho, Junbi Kanryo. Ah, sehr gut. So, sehr, sehr gut. Gut, da haben wir schon mal was erobert, das ist in Ordnung. So. Macht hin, ne? Ja, du gehst mal zu denen hier hin. Und mit denen müssen wir jetzt darüber. Weiter. Halt! Die werden da oben wieder beschossen, die Jungs. Nein, wir nehmen uns zur Hilfe. Sehr schön. Aufklärer berichten, dass eine große Infanterieeinheit mit Panzerabwehrkanonen und sehr viel Sprengstoff eine Verteidigungsstellung in dem Dorf westlich von hier eingenommen hat. Sie blockiert unseren Panzerfahrzeugen eine sichere Durchfahrt nach Norden. Mhm. Sie müssen das Dorf einnehmen, Kommandant. Anders werden wir keine Panzer zur bevorstehenden Belagerung schicken können. Ja. Zusätzliche Luftunterstützung ist verfügbar. Setzen Sie sie klug ein. Hohe, Hokok ni mainimashita. So, schaut mal. Sie erhalten Unterstützung von einigen Artillerieeinheiten. Oh, das ist gut. Das ist gut. Okay, wir gehen mal gucken. Was ist denn hier los? Da ist noch einer. Okay, Jungs. Raus. Raus. So, jetzt müssen wir aufpassen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier noch Power. Transportlaster. Reparaturfahrzeug, Transportlaster, jede Menge Panzer. Das ist gut zu wissen. Was ist hier los? Wir gehen hier aber auf den Puffer. Ryokai. Okay, geht mal alle zurück hier. ご用件は歩兵進行ご命令をお待ちしております。報告に参りました。歩兵移動するご用件は。かしこまりました。ご命令は。要件は命令をしております。マンに言うのはファイアイ。ganz ehrlich。 歩兵報告に参りました。歩兵準備完了。歩兵報告に参りました。
Oh, jetzt pustet die hier mal weg hier. Mann, Mann, Mann. Ja, du stehst hier. Mein Gott. Okay, Jungs. Mit Artillerie, ja. Wir gehen mal in die Richtung. Marsch. Dann laden wir alle Leute aus, also alle Passagiere. So, das sieht schon cool aus mit dem Licht jetzt, ne? Hat schon was. Wir gehen jetzt mal hier hin. Ja, weiter. Okay, geht mal. Was haben wir denn da? Siehst du was? Nicht schießen. Ah, was ist denn hier wieder kaputt? Was ist denn, wo kommst du denn her? Okay, Du gehst mal schauen. Na, Jungs, legt euch bitte mal alle hin. Aufstellen. Alle Mann mal raus. Okay, geht mal. Wir müssen uns ja dahin bewegen. Okay, alle Mann runter. Und jetzt mal ein bisschen vorrobben. Na, wartet. Gehen jetzt wirklich vorsichtig vor. Ihr dürft mich gerne auch mal dahin bewegen. Okay, das ist in Ordnung. Da liegen wir auf der Lauer. Jetzt haben wir jetzt hier hinten den anderen Trupp. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein wegen den Flugabwehrlaster. Okay, mittlerer Panzer darf Transportlaster, ist mir egal. Ich muss aufpassen wegen Minen. Reparaturfahrzeug ist wichtig, da müssen wir aufpassen. Hier geht man bis der mit dahin. Und das Ding hier ist auch wichtig, diese Kanone. Scharfschütze wäre auch eine. Okay, der Scharfschütze.
Das sind sogar zweite Einheit. Das Problem ist einfach, dadurch, dass hier überall Dschungel ist, ist das nicht einfach. So, keine Minen bisher, okay. Soll es ja durchaus geben. Da ist doch irgendwas. Jungs, ihr dürft euch gerne hinlegen. Stopp. Okay. Nächste Infanterietrupp geht dahin. Da ist doch glatt eine Mine. So, Jungs. Ihr geht dahin. Da ist was. Hab ich's doch geahnt. Okay, geh mal in die Richtung hin. Okay, so ist zu breit aufgestellt. So ist okay. Und der Rest bleibt hinten dran. Will die mal rauslocken. Also wenn hier irgendwelche Leutchen sind, dann werden wir die jetzt mal rauslocken. Okay, Jungs. Hier, mein Offizier geht mal vor. Deckt mal ein bisschen auf. Fetten Wall haben die hier aufgestellt. Aha. Genau. Okay, geh mal dahin. So, okay. Und zurück. Okay, hier oben haben wir dann auch noch Freunde. Wo wir aufpassen müssen. Gucken wir, dass wir da irgendwie durchkommen, da rankommen, damit wir die wegputzen. Was werden wir mit denen jetzt hier machen? Verkackten Minen hier, ganz ehrlich. Okay, die halten das hier im Schach, das ist in Ordnung. Der Rest steht hier hinten. Okay, ihr geht nach da. Und ihr geht jetzt nach da. Marsch. Vielleicht wursteln wir uns gleich auch einen Weg hier lang. Wir haben ja vorhin auf der Einsatzkarte gesehen. Wir müssen ja die Dörfer dann noch angreifen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns hier schon durchwursteln würden. Okay, jetzt gehen wir mit der Truppe hier da rein. Da ist auf jeden Fall was. Okay, werft mal Granaten.
Dann sehen die uns nicht so. Na, mach die weg jetzt hier. Hört auf, eure Munition zu verschwenden. Hey, etwas weiter hoch. Runter. So, sehr gut. Okay, weiter. Aha, da können wir nicht lang. Aber vielleicht können wir uns hier durchkämpfen. So, wartet, wir gehen durch den Busch. Wir werden sowieso keine Wahl haben, weil wir kommen da eh mit dem Wagen, mit den normalen Dings nicht hin. Ja, mach die nochmal weg hier. Ah, lauter Feinde. Ja, mach die fertig hier. Irgendwo sind ja noch welche. Okay, den haben wir. Jetzt Heilung. Das ist mein Erkundungstrupp. Den gehe ich jetzt hier lang, hier außen rum. Und versuche hinter die Verteidigung zu kommen. So zumindest der Plan. Okay, ihr bleibt da. Ja, wir schauen mal weiter, wie wir hier weiter vorankommen. Okay, hier ist ein Bunker oder sowas. Granate. Macht sie weg. Okay, was haben wir hier? Ein Transportfahrzeug. Weiter. Machen wir alle mal hoch hier. Schön leise, leise, leise. Wir werden mal versuchen, hier durchzukommen. Wartet, wartet. Legt euch mal hin, kommen wir hier irgendwie ran von der Seite. Wäre das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Müssten wir aber wirklich ein Ablenkungsmanöver starten. Dann machen wir nämlich Folgendes. Wir haben doch unsere ganz große... Artillerie.
Aber dann nehmen wir doch mal die mal mit. Und setzen die mal ein. Ich kann mir ja einen Blick drauf erspähen. Ich fürchte fast nein. Okay, so geht's nicht. Dann suchen wir das Ganze mal anders. Ja, die roten sich dahin, das ist gut. Nicht schießen. Aufpassen. Schön aufpassen. Ich will auf die Seite, dass wir dann einen Blick darauf kriegen können. So zumindest die Idee. Dass wir den Zangenangriff machen können, quasi. Okay, da ist eine Mine. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Hier ist noch irgendwo einer. Jungs, bleibt doch mal hier. Wir kommen von hinten, die anderen kommen dann von vorne. Okay, du. Geh mal zu den Jungs. Okay, wir rücken mal weiter vor. Ich weiß nicht, wie weit die Reichweite ist hier. Wir werden mit Sicherheit hier irgendwo noch was haben. Ja, macht mal. Folgendes, ich muss gucken, ob hier Minen sind. Das ist das Problem. Hier kommt von da, das ist in Ordnung. Dann haben wir die im Hintergrund. Bingo. Okay, die haben wir da im Dings, im Blickfeld, das ist okay. Ihr geht mal gucken in die Richtung. Und ihr robbt euch mal weiter vor. Und dann bombardieren wir die hier weg. Nicht schießen. Es wird eine kleine Überraschung. Ja, die werde ich jetzt mal versuchen, hier in Position zu bringen. Damit wir mit den Panzern und mit der großen Kanone eine ordentliche Reichweite haben. So, okay.
Aha, Min. Goyoken wa. Ute. Mokuhyou ni happou seyo. Hōkoku ni mairimashita. Ah, schau mal an. Ryōkai. Kōgeki. So, sehr gut. Gomeirei wa. Idō suru. Hōkoku ni mairimashita. Ja. Ja, nix Feier. Gomeirei wo omachi shite orimasu. Nan de shou? Idou shimasu. Dreht ihn mal um. Hohei, hōkoku ni mairimashita. Gikan jūshū idou suru. So, damit sehen wir die jetzt dann hoffentlich gleich. Gomeirei wa kōgeki! Mokuhyou ni happou seyo! Teppou tai, junbi kanryou. Ich weiß nicht, wie groß die Reichweite ist, das ist das Problem. Aber Jungs, geht mal ruhig weiter da in die Richtung. Das Ding könnten wir holen, versuchen. Ist wirklich jetzt ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, aber was willst du machen? So, hier geht man mit. Goyōken wa? Kashikomarimashita. Sharyō itsu demo kadou kano. Ryōkai. Hayaku shiro. Ryōkai. Gomeirei wo omachi shite orimasu. Okay, ein Stückchen. Ryōkai. Hōkoku ni mairimashita. Sharyō itsu demo kadou kano. Isoge, hōkoku ni mairimashita. Okay, und absetzen. So, wie sieht's aus hier? Teppotai, junbi kanryou. Dreh das Ganze mal um, die ist extrem langsam. Ah, das hier gefällt mir nicht. Dass wir hier oben so mehr oder weniger auf dem Präsentierteller sitzen. Und da komme ich nicht ran, um die zu sehen. Das ist schlecht. Hohe, hōkoku ni mairimashita. Grenadier. Sentou junbi kanryou. Hohe, idou suru. Sentou junbi kanryou. Ja, genau, stellt mal alles auf. Kikanjūshū, hōkoku shite mairimashita. Ich könnte natürlich jetzt von hinten aus die wegputzen. Wenn ihr euch fragt, warum ich hier so zögerlich vorgehe, lieber ein bisschen Vorsicht walten lassen, anstatt wir hier in eine Falle laufen. Bin ich der Meinung. Wir werden jetzt mal Kunden. Ich brauche mal hier irgendwie einen Typi. Genau, den nehmen wir mal den normalen Grenadier. Mit dem robben wir jetzt mal vor. Und dann pusten wir die weg, wenn wir die sehen. Ah, der hat eine gute Sichtweite an sich. Ein Offizier wäre natürlich jetzt noch besser, aber den habe ich jetzt gerade nicht griffbereit. Hohe, idou suru. Teki desu. Na, okay. Es tut sich immer noch nichts. Yōkai. Ich will immer schön. Na, jetzt stopp. Na, sehr gut. Ausgezeichnet. So, dann haben wir noch drei Schützen.
了解。かしこまりました。Ah, ist kaputt. Stop. Ah, die Kanone ist schon super. Oh, da hat es aber richtig jetzt eingeschlagen. Ah, der Bunker noch, also die Sandsackstellung. Graben. Entschuldigung. Okay. Weiter geht's mit... Da ist noch immer noch was. Ah. Da ist noch was. Kaschikomarimashita. Stopp. Wenn die das sehen, reicht mir das vollkommen aus. Ja, jetzt haben wir da hinten noch. Da ist noch ein... Irgendwo ist hier noch, sind hier noch Minen oder sowas. Seht ihr bloß gerade nicht. Ja, sehr gut. Stehen unter ordentlich Beschuss. So, mit den Jungs. Kommen wir jetzt von der Rückseite. Panzer. Ah, ausgezeichnet. Ja, so nehmen wir die hier auseinander. Wunderbar, hat gut geklappt. Wir wollen jetzt noch mehr Verstärkung holen. Wir holen uns aber die Kanonen. Gebirgshaubitzen. Irgendwo ist ja noch was. Ah, das ist Blödsinn. Moment. Oh. Ah, weg. Sag mal. Irgendwo ist ja noch was. Ah, der Medic geht gar nicht. Wir holen ja nochmal den hier. Was? Die haben wir jetzt auch. Wir gehen mal mit denen hier in Stellung hier oben. Wir wissen, was da vorne jetzt ist. Da muss ja noch irgendwas sein. Okay, stopp. Von der anderen Seite auch noch. Rückzug. Ah, der ist auch hinne. Okay, das klappt. Gomeireo,
戦闘準備完了。報告に参りました。かしこまりました。了解。向かっています。Können wir nicht bewegen? Ach, da fehlt noch ein Typi. 鉄砲隊準備完了。報告に参りました。Da fehlt noch einer. Moment, dass die auch immer. Sentojumbi, Kanjo. Ich frag mich, warum die die ganze Zeit hier mal sich abwählen. Jedes Mal. Hohe, Hokok ni mainimashita. Ja, du. Sentojumbi, Kanjo.Wo zum Geier sind die denn jetzt hier? Warte mal. Ja. Hol dir das mal. Und irgendwo muss hier immer noch was sein. Ja, okay, Jungs. Könnt ihr mal aufstehen? Jede Einheit ist hier wichtig.戦闘準備完了。何でしょう。ご命令は移動します。戦闘準備完了。OK。報告に参りました。ご命令をお待ちしております。何かご命令は。機関歩兵準備完了。また。Hinlegen. Einnebeln. Im HQ ist soeben ein Bericht eingetroffen, dass der Feind in diesem Moment Vorräte abtransportiert. Schnell, fangen Sie den Konvoi ab, Kommandant. Wir dürfen nicht zulassen, dass Sie noch mehr Vorräte von der Insel schaffen. Okay. Okay.So, schnell, 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 wir müssen Gas geben. Okay, da unten ist nochmal Nachschub. Das ist gut, so, ihr müsst nämlich die Route hier nehmen. Und ihr seid hier ziemlich...鉄砲隊再配置中。了解。アップ。了解。鉄砲隊再配置中。ああ、gut, das klappt。歩兵準備完了。トラック報告。マッシュマッシュ。Alle Mann aufstehen。ああ、ihr müsst。攻撃準備完了。Zu den Leuten hier treffen。歩兵移動する。Was ist hier los? Mach hin. Was ist hier los? Hier, mach die weg hier. Okay, sammelt euch mal. Hier hinten sind doch auch noch irgendwelche Leute. Ja, marsch, marsch. Okay, weiter. かしこまりました。かしこまりました。敵部隊確認。
攻撃目標に発砲せよ攻撃目標に発砲せよマンマンマン向かっています了解なあ、weiter 撃て早くしろAlles klar, wegpusten. Wo ist der Richter Batta? Okay, Jungs. Ryokai. Sentou-junbi kanryo. Teki desu. Shareo itsu demo kadou kanou. Sentou-junbi kanryo.Na, mach die weg jetzt hier. Oh, Leute. Lasst euch doch hier nicht abknallen. Wir müssen uns beeilen. 10 sind nämlich schon durchgekommen. Und das geht gar nicht. Oh, was ist denn das hier für ein Scheiß? Geht das nicht? Oh, ernsthaft, ich muss da durch. Okay, dann gehen wir hoch. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ich muss mich beeilen. Hey, mal alle aufstehen, komm. Was ist mit Gewalt wieder? Sie haben ehrenwert gekämpft, aber in dem Sektor gibt es noch immer ein paar feindliche Verteidigungen. Nehmen Sie die restlichen Dörfer ein, Kommandant. Mach die weg jetzt hier, komm. Macht sie alle weg. Eines der Dörfer ist gesichert. Ah, los, Mann. Hier ist noch. Ja, ab durch den Busch hier. Sentou-junbi kanryo. Hohe, shinkou chuu. Junbi kanryo desu. Ryokai. Okay. Ja, der robbt hier die ganze Zeit, ey. Das ist auch intelligent, ne? Ja, das ist auch so intelligent. Okay, der kommt, das ist in Ordnung. Ja, mach die weg. Hohe, 報告に参りました。向かっています。
Okay, der kann den nicht mitnehmen. Wir müssen mal mit. Wo ist mein Transporter? Komm, ran hier, komm weg. Na ran, mit, jetzt mit Macht hier. Ohne rückschicht auf Verluste. Ah, der hat... Ah, komm schon, komm schon. Beide Dörfer sind gesichert. Ausgezeichnete Arbeit, Soldaten. Ihnen ist es gelungen, die Kontrolle über das Gebiet zu erlangen und die Versorgung der Amerikaner abzuschneiden. Ruhen Sie sich jetzt aus. Wenn unsere Verstärkung eintrifft, stoßen wir weiter ins Zentrum der Insel vor. Wow, Wahnsinn. Geschafft, aber immerhin. Krasse Mission auf jeden Fall. Schauen wir uns nochmal die Abschlussbesprechung an. 14. März 1942. Wir kämpfen schon seit über 2 Monaten in Bataan und das Ende kann nicht mehr weit sein. Die kaiserliche Armee rückt auf der Halbinsel auf 2 Flanken vor und beide Flügel unserer Streitkräfte feiern weiterhin Erfolge. Unsere Einheit sollte zur Küste vorrücken und unterwegs alle Dörfer sichern. Doch heute haben uns andere Ereignisse ereilt. Zuerst mussten wir eine unserer Patrouillen retten, die im Dschungel festsaß. Danach stießen wir auf der Dschungelstraße weiter vor zum nächsten Dorf. Hier mussten wir eine Verteidigungsblockade durchbrechen, um den Weg für unsere Panzer freizumachen. Kaum war das getan, hörten wir einen großen Konvoi auf der Küstenstraße. Die Amerikaner waren sich ihrer bevorstehenden Niederlage bewusst und wollten mit so viel Ausrüstung wie möglich entkommen. Wir griffen sofort an, um sie abzufangen. Unsere Truppen fielen brutal über den Feind her und legten den Konvoi in Schutt und Asche. Die Amerikaner und ihre philippinischen Alliierten erlitten im Gegensatz zu uns große Verluste. Das größte Lob gebührt der Infanterie der kaiserlichen Armee, die durchgehend mit unermüdlichem Kampfgeist angriff. General Terauchi hat sie bis zur höchsten kriegerischen Exzellenz ausgebildet. Nach der Einnahme der letzten beiden Dörfer war das gesamte Küstengebiet gesichert und unsere Mission hier erfüllt. Unser absoluter Sieg kann nicht mehr weit sein. Laut Funk ist der amerikanische Kommandant MacArthur von der Basis auf Corregidor geflohen und hat die Philippinen verlassen. Jetzt, da ihr befehlshabender Offizier fort ist, wird die Kampfmoral der amerikanischen Truppen leiden. Genau, das sehe ich auch so. Ich bedanke mich auf jeden Fall für heute fürs Zusehen. Beim nächsten Mal sehen wir die Schlacht von Santa Cruz. Und ja, bis dahin bin ich raus. Macht's gut, ciao, ciao. Hinterlasst Däumchen, nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.